Privet, Agent Blazkowicz. Agent Blazkowicz, Sie sollten nur unsere Brüder retten, nicht die gesamte Basis der Wölfe zerstören. Aber Sie hatten Erfolg, also werde ich Ihre Fähigkeiten erneut einsetzen. Eine Krankenschwester in einem nahegelegenen Krankenhaus, die insgeheim für uns arbeitet, meinte, dass einige bizarre Dinge geschehen, seit die Wölfe die Einrichtung übernommen haben. Ich möchte, dass Sie das untersuchen. Ich habe die Position auf Ihrer Karte markiert. Versuchen Sie es nicht zu zerstören. Benötigen Sie etwas? Agent Blazkowicz, ich gehöre zum Goldenen Morgen. Ich muss mit Ihnen reden. Thank you.
Grüße, Sir. Wie kann ich Ihnen helfen? Mein Name ist Blazkowicz. Ich dachte schon, dass Sie es nie schaffen würden. Hier gehen Dinge vor sich, die unerklärbar sind. Die Wölfe führen an den Patienten der Chirurgie Experimente durch. Raus da! Willst du raus da! Was zur Hölle sind Sie? Das aktuelle Testsubjekt hat den Transplantationsprozess erst zu einem Drittel hinter sich und es zeigen sich bereits schwere Herzrhythmusstörungen. Ich erwarte nicht, dass er viel länger überlebt. Das ist höchst beunruhigend. Wir brauchen dringend Testsubjekte in besserer Verfassung. Ich werde diese Sache mit dem Wolfskommando besprechen. Es war schlimm genug, dass Sie unser Krankenhaus gestürmt und übernommen haben. Aber nun höre ich, dass Sie Patienten aus Ihren Zimmern entführen. Was genau tun Sie mit Ihnen, Wacher? Wenn es irgendetwas mit dem Projekt zu tun hat, an dem Sie in den unteren Ebenen arbeiten, werde ich Ihre Vorgesetzten kontaktieren. Ich werde nicht zulassen, dass Sie das Leben meiner Patienten im Krankenhaus gefährden. Hier nicht sicher, mein Freund. Die Wölfe halten uns als Testsubjekte und machen furchtbare Experimente. Und jetzt läuft hier irgend so ein grässliches Monster herum. Lassen Sie mich raus! Nicht erlaubt.
wahnsinnig? Tür zu! Tür zu! Die das Krankenhaus angesucht hat, wurde von den Wölfen erschaffen. Sie machen... Das Testsubjekt hat den Transplantationsprozess überlebt und wird nun zur Prägung in eine Isolierkammer gebracht.
Anscheinend war dieses Individuum ein Mitglied des Widerstands. Das würde erklären, warum er in so ausgezeichneter mentaler und physischer Verfassung war. Vielleicht sollten alle zukünftigen Ungesehen-Kandidaten aus den Reihen der Widerstandskämpfer geholt werden. Come on.
Aufgrund eines Sonderprojekts, welches in den unteren Ebenen dieser Einrichtung durchgeführt wird, übernehme ich die volle Kontrolle über die Krankenhaussicherheit. Seien Sie gewarnt. Unbefugtes Personal darf diesen Bereich unter keinen Umständen betreten. Außerdem haben die Patienten zu jeder Zeit in ihren Zimmern zu bleiben. Jegliche Patienten, die in den Gängen herumlaufen, werden schwerstens bestraft. Da die Experimente am Portal begonnen haben, wird das Sicherheitsprotokoll strengstens befolgt. Alle Kontrollpunkte haben jederzeit voll besetzt zu sein und Unbefugte, die sich im Testgebiet aufhalten, werden sofort erschossen. Thank you.
geschehen ist, die werden niemals... Erwartet hat die Verwendung der Schwarze-Sonne-Kristalle die Überlebenschancen der Kandidaten für Operation Ungesehen enorm gesteigert. Leider ergab sich eine Reihe von psychologischen Nebenwirkungen wie Paranoia und Schizophrenie. Aber diese Probleme sind zu bewältigen und ich sehe keinen Grund, warum die Ungesehen-Soldaten nicht sofort mit Feldversuchen beginnen sollten. Thank you.
Schuss. Das Einstellen der harmonischen Frequenzen ist schwieriger, als wir dachten. Jedes Testsubjekt, das durch das Portal reist, kehrt immer noch verändert zurück. Mein Gott, es ist der Spion! Sie müssen mich schützen! Nein, Herr Doktor, Sie werden es sein, der mich beschützt. Nun werden Sie sehen, wie mächtig die Streitkräfte der Wölfe werden!
Ich habe mich auf eine Mission für... Thank you.